Also eine Frage, die mir auf Instagram wirklich sehr oft gestellt wurde, ist, ob DSDS fake ist, und ich kann dazu nur sagen, ich bin die Paulina, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Leonberg und ich habe jetzt letztes Jahr mein Abi im ASG gemacht, auch in Leonberg, und mache jetzt gerade eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsangestellten. Ich habe schon immer gerne gesungen, also in der Schule und in meiner Freizeit generell. Und ja, also es hat halt angefangen im Kindergarten bei so kleinen Gesangsauftritten, dann in der Grundschule habe ich auch immer im Chor gesungen und dann auf der weiterführenden Schule im ASG in Leonberg habe ich dann im Unterstufenchor gesungen, haben wir auch immer Musicals gemacht. Und genau, dann hat es auch so angefangen, dass ich mich so als Solosänger weiterentwickelt habe. Habe dann auch immer auf so kleineren Veranstaltungen im ASG gesungen. I keep on falling in and out of love. Won't you come to me? No, not today. You got your lady, I got your number. Genau, dann halt auf Social Media, auf Instagram und auf YouTube auch ein bisschen. Und dann habe ich mich dann irgendwann mal entschieden, auch einen großen Schritt zu wagen und zu DSDS zu gehen. Also ich habe mich bei DSDS beworben, weil ich finde, es ist wirklich eine Show, da kann man eben Stimme zeigen, aber es geht auch wirklich sehr viel um Ausstrahlung, um den Charakter und auch so die Performance, was mich, glaube ich, auch ausmacht. Also ich glaube, am Anfang vom Casting merkt man noch so ein bisschen, dass ich aufgeregt bin, weil ich, ich habe jetzt nicht so viel geredet, habe viel so nervös ein bisschen gelacht. Aber dann, als ich dann angefangen habe zu singen und dann zu performen, dann ist die Aufregung eigentlich verflogen und dann war ich halt voll in dem Moment drin auch. Generell so das Ereignis von DSDS, das mich wirklich geprägt hat, war einfach dieser Moment, als eben bekannt gegeben wurde, dass ich viermal Ja habe und dann einfach diesen Recordzettel in der Hand zu halten, dann so rauszugehen, das war wirklich so einer der schönsten Momente in meinem Leben. Genau, also was mich überrascht hat bei DSDS, oder vielleicht kann man es auch verallgemeinern, so generell bei diesen Reality-Shows, wenn man ja immer sieht, dass die Leute da immer weinen und sich alle aufregen und so, ich dachte immer so, ja okay, die übertreiben, das kann doch jetzt wirklich nicht so schlimm sein. Aber wirklich, als ich dann bei DSDS war, da waren wirklich schon ein paar Momente, da wollte ich selber so weinen und denke mir so, also es war wirklich eine Stresssituation. Also eine Frage, die mir auf Instagram wirklich sehr oft gestellt wurde, ist, ob DSDS fake ist. Und ich kann dazu nur sagen, nein, DSDS ist nicht gefaked. Ich kann natürlich nur von mir selbst sprechen, aber alle Szenen, die jetzt von mir im Fernsehen gezeigt wurden, die sind auch wirklich in der Realität so passiert. Und von anderen kann ich jetzt das nicht so richtig beurteilen. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass im Recall, wenn es da einen Streit gab oder irgendwie einen kleinen Konflikt, dass sich der DSDS schon ein bisschen draufgestürzt hat und das Ganze natürlich auch überdramatisiert hat, um es für den Zuschauer einfach interessant zu machen. Ich als Mensch habe mich durch DSDS nicht verändert. Also ich glaube, ich bin eher über mich herausgewachsen, habe mehr gelernt, habe mich musikalisch, denke ich, auch auf jeden Fall verbessert, auch durch diese guten Tipps, die ich auch von der Jury dann bekommen habe. Ich würde sehr gerne Singen professionell auch machen und dass es eben nicht nur ein Hobby von mir ist. Ich habe aber jetzt erstmal die Ausbildung gemacht, weil man braucht immer auch einen Plan B. Also würde ich nochmal zu DSDS gehen oder generell nochmal so in der Castingshow mitmachen? Also ich denke schon, also es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe auch so viele nette Menschen kennengelernt, die auch die gleiche Leidenschaft haben und auch das ganze Team von DSDS war gegenüber mir auch wirklich sehr freundlich. Yeah.